Das ist der Timo. Und der Timo hat dafür gesorgt, dass die Seehunde in der Nordsee gerettet werden. Und die Seehundstation in Norddeich gerettet wird. Denn durch seine Spendenaktion, die er gestartet hat bei Instagram, YouTube und einfach diesen ganzen Content, den er gemacht hat, hat er es geschafft, dass die Seehundstation richtig viel Spenden zusammengekriegt hat. Timo, erzähl doch mal eben gerade was darüber. Ja, die Seehundstation, er wirtschaftet ja die Haupteinnahmen nur über Spenden und über Eintrittsgelder. Und durch Corona ist da natürlich massiv was weggebrochen. Konnte ja keiner mehr hin. So konnten die nur noch mit 20% ihrer ursprünglichen Einnahmen arbeiten, was natürlich definitiv zu wenig ist. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich will denen helfen, weil da geht es um unsere Heimat, Ostfriesland, Seehunde, Wattenmeer und so weiter. Und ich habe gesagt, ich will da helfen, ich will es zumindest versuchen. Ja, und dann habe ich eine kleine Spendenaktion ins Leben gerufen und konnte da am Ende, ja, mittlerweile habe ich bestimmt, ja, 50.000, 60.000 Euro zusammengesammelt. Und das wurde mir von der Seehundstation auch bestätigt, dass das maßgeblich schon zum Erhalt der Station beigetragen hat und war ganz gut. Und wenn ihr da auch noch ein paar Euros habt, wäre natürlich geil, die Aktion ist noch nicht vorbei. Ihr könnt mal gucken auf betterplace.org, Seehundstation Norddeich eingeben, da müsstet ihr das finden. Und wäre geil, die brauchen jeden Euro, die machen eine richtig geile Arbeit, überwiegend freiwillige Leute. Also wenn ihr Bock habt zu spenden, ich wäre euch sehr dankbar, die Seehundstation wäre euch sehr dankbar. Wäre cool. Also das, was der Timo da macht, ist eine richtig geile, mega krasse Aktion. Ich finde es klasse, ich kenne den Timo von privat. Wir haben 2-3 Mehl zusammen getrunken, damals auf dem Weihnachtsmarkt, fanden uns total klasse. Seitdem trinken wir hier nur wieder mal ein Bierchen. Also ich würde es cool finden, wenn ihr den Timo und die Seehundstation richtig geil, krass unterstützt. Geht mal auf die Homepage und lasst doch alle mal einen Euro da. Und lasst mal alle ein Abo für den Timo bei TikTok oder bei YouTube da. Denn er ist total die coole Socke und er unterstützt wirklich diese ganze Aktion und macht richtig viel Action dafür und lässt richtig viel Herzblut da. Und das finde ich richtig geil und das echt großen Respekt vor dir, denn das macht echt Spaß. Also ich mag diesen Typen total, er ist echt eine coole Sau und ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist einfach, mir kommen die Tränen, wenn ich das höre, dass du wirklich 50.000 bis 60.000 zusammengekriegt hast, ja, für die Seehundstation. Einfach klasse. Freunde, geht mal auf seine Homepage hier, auf Timo Hommers, bei TikTok und bei YouTube ist der Testfriese und bei Instagram. Auch Timo Hommers. Auch Timo Hommers. Geht da mal drauf, unterstützt ihn, lasst ein Abo da. Ich find's klasse, ohne Scheiß. Und teilt und liked das in die ganze Welt, weil das ist eine wichtige Sache, damit unsere Seehundstation in Norddeich wirklich bestehen bleibt. Also, Daumen nach oben für dich. Du bist echt ein krass geiler Kerl. Timo, danke für deine Unterstützung hier in Norddeich. Ja, ich danke dir auch für die Unterstützung.